ich schaue zerstört aus. Heute habe ich auch einen extremen Bettherde, muss ich sagen. Einen extremen Bettherde, aber egal, um das soll es natürlich nicht gehen. Ich habe ein Aufgebraucht-Video für euch und ich freue mich über dieses Aufgebraucht-Video. Ich drehe ja die generell gerne und schaue sie auch von jedem gerne, von fast jedem. Und drehen macht mir halt extrem Spaß. Fangen wir auch gleich einmal an, weil es ist relativ viel geworden, was mich eh gewundert hat, aber es ist für Dezember, ist das ehrlich gesagt schon sehr viel. Auch sehr viele Dinge, auf die ich ganz, ganz stolz bin, also fangen wir gleich mal an. Ich habe Lea, auf das bin ich jetzt nicht so stolz. Wir haben von der Arbeit zum Probieren bekommen von Persil diese Eco Power Bars Universal Dinger da. Ja, ich fand sie furchtbar. Bei der Schwarzwäsche war überall so weiße Schlieren auf der Wäsche drauf. Fand ich gar nicht gut. Fand ich überhaupt nicht gut. Die waren auch relativ groß, also die waren sogar so. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Es läuft ja auch aktuell eine Werbung, habe ich gesehen, bei meinem Vater drüben. Also ich finde die nicht gut. Würde ich mir nicht nachkaufen. Ich habe auch keine mehr mitgenommen von der Arbeit, weil ich fand die furchtbar. Ich bilde mir aber ein, ich habe noch irgendwo welche, aber vielleicht war es auch Einbildung. Einmal No Straps habe ich aufgebraucht von Biore. Die kaufe ich mir immer wieder nach. Ich mag eigentlich nur noch die. Oder die von Primark, die waren auch nicht schlecht. Dann, was haben wir dann noch? Wir haben sehr viele kleine Sachen aufgebraucht. Auch Reisegrößen und Proben habe ich versucht leer zu machen. Da habe ich noch einmal No-Straps leer. Dann habe ich eine Dior Gesichtspflege aufgebraucht. Ich fand sie okay, aber da war viel zu wenig drinnen, um da irgendwas sagen zu können. Sie war schön feuchtigkeitsspendend. Der Duft war sehr neutral, aber Ich setze mich jetzt nicht so umkaut, dass ich mir sofort die nachkaufen würde. So war es jetzt nicht. Eine Maske habe ich leer gemacht, eine Peel-Off-Maske von Lancaster. Die fand ich nicht so gut. Ich habe eine andere benutzt gehabt. Ich glaube, die silberne, aber die Rosé-Goldene habe ich da noch drin. Die silberne, die war mega. Aber die hat sich nicht so ganz schön abziehen lassen, die goldene. Ich weiß nicht. Vielleicht lag es daran, weil ich zu viel verwendet habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja Gott sei Dank noch die Rosé-Farbene und ich überlege wirklich stark, ob ich mir nicht davon eine kaufen soll. Jetzt mit den Proben überlege ich immer noch, ob ich mir eine kaufe. Obwohl ich so viel habe. Aber Peel-Off habe ich ja nicht so viel. Badezusätze habe ich auch sehr viele aufgebaut. Ich habe zweimal denselben leer gemacht, ist mir aufgefallen. Kleiner Fail von mir. Aber ich fand den auch mega. Also wenn ich den noch irgendwann einmal sehen sollte. Das Badewasser war geil. Das war so dunkelblau. Oder so dunkelblau, glaube ich, war es. Das war so genial. War so genial. Und der Duft war auch gut. Und die Verpackung, also über die Verpackung brauchen wir gar nicht diskutieren. Die ist ja mega schön. Habe ich heute gleich zweimal hier gemacht. Dann habe ich noch einen von Trestle oder Trekkle Moon, den Grapefruit. Der war auch sehr gut. Da habe ich mir auch ganz, ganz viele Backups gekauft, weil die reduziert waren. Ich liebe diese Badezusätze. Ich finde aber, dass ich ab sofort, glaube ich, die auf zweimal benutzen sollte, weil da so viel drinnen ist. Was ich noch leer gemacht habe, war von Tetesep das Happy Ginger Bread Man. Den finde ich nicht so geil. Da mag ich diesen Star Mary Cinnamon Star oder so heißt der. Den mag ich sehr. Den habt ihr im letzten Aufgebraucht-Video gesehen. Die würde ich mir bunkern. Den Gingerbread-Dings würde ich mir nicht so bunkern. Ich finde die Verpackung mega süß, aber mir hat der nicht so gefallen wie der Cinnamon Star. Ja. Dann habe ich eine Zahncreme aufgebraucht, so in Mini. Die habe ich nämlich mal gekauft gehabt, damit ich sie mit zum Stefan nehmen konnte. Aber habe sie dann nicht mitgenommen, weil er dann gesagt hat, er hat eh auch was und ich brauche mir nichts mitnehmen. Also habe ich sie jetzt zu Hause aufgebraucht. War okay, aber hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. War jetzt auch kein Effekt, wo ich mir denke, wow, die war geil, die brauche ich unbedingt wieder. Ich habe übrigens mein Zahnproblem in Gang gekriegt, weil ich war bei der Mundhygiene und ja, sehr dramatisch war das, aber ich habe jetzt Ende Jänner einen Zahnarzttermin und habe dann Februar noch einmal Mundhygiene. Ist ein bisschen, ich weiß, ein bisschen krass hintereinander, aber die hat mir das halt geraten, dass ich es besser machen soll noch einmal, bevor irgendwas Schlimmeres passiert. Also habe ich mir gedacht, ja okay. Aber ich habe das mit dem Zahnfleischbluten in den Griff gekriegt. Ich habe auch eine Mundspülung bekommen extra dafür, die ich gerade am Aufbrauchen bin, weil man sollte sie 10 Tage verwenden. Eine Woche Pause machen und dann wieder 10 Tage benutzen. Und daran bin ich gerade dabei. Ja, hin und wieder blute ich doch noch, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Das war wirklich gar nicht gut. Ich wollte nie drüber reden, aber das war ganz schlimm. Also, ich darf nie wieder so schleißig sein. Nie wieder. nie wieder. Ja, die habe ich zwar aufgebraucht, aber ich habe jetzt nicht so den Effekt verspürt, dass ich sie unbedingt nachkaufen müsste.
Eine Ampulle habe ich auch leer gemacht von Cadea Vera, die Ingwer. Genau, die Ingwer-Shot. Ich liebe die. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir noch welche kaufe, aber ich habe noch so viele. Ich habe wirklich noch so viele. Deswegen, ich überlege es mir noch. Ich überlege es mir noch, ob ich da noch welche bunkere. Aber ich ärgere mich dann so, wenn ich die dann wieder nicht kriege. Ich meine, es kommen eh immer regelmäßig gute Ampullen raus von der Eigenmarke, aber trotzdem. So wie mit den Reinigungstüchern. Da habe ich leider nur noch ein Backup, weil ich habe die auch sehr geliebt. Gibt es leider auch nicht mehr. Aber ein Backup habe ich noch. Und da gibt es jetzt welche mit Hanf. Da habe ich mir schon eine Packung gekauft, aber ich habe es noch nicht probiert. Von Terra Naturi eine Limited Edition Maske habe ich aufgebraucht. Das war die Fruit Bowl. Die war urgeil. Die war so geil. Und da habe ich mir kein Backup gekauft. Die war nämlich wirklich gut. Der Duft war mega angenehm. Die war jetzt nicht zu reichhaltig. Die war richtig gut. Das Hautgefühl danach war mega. Also da finde ich schade, dass ich mir noch nicht mehr gekauft habe. Aber es wird demnächst von Terra Naturi wieder eine gute Maske rauskommen. Von Balea habe ich die Peach Nougat aufgebraucht. Also wenn man die jetzt vergleicht mit dieser Ruby Chocolate, mag ich die Ruby ein bisschen mehr. Ich finde, die Ruby riecht besser und das Hautgefühl danach gefällt mir ein bisschen besser wie bei der. Bei der habe ich irgendwie nicht so einen spannenden Effekt, wo ich mir die jetzt unbedingt bunkern wollen würde. Also wenn bunkern, würde ich mir die Ruby kaufen. Obwohl die Verpackung von der ja auch so geil ist. Aber der Duft und so, der haut mich nicht so vom Hocker wie die Ruby-Variante. Dann habe ich noch eine Zahncreme leer gemacht. Das war die Parodontax. Ja, ich werde jetzt mal demnächst mal alle aufbrauchen, zumindest versuchen, bis mir der Zahnarzt irgendeine andere empfiehlt. Da warte ich nämlich gerade drauf, weil ich habe so viele gekauft. Deswegen kaufe ich mir jetzt erstmal keine mehr und brauche mal so fleißig wie möglich auf, damit ich mal vom Zahnarzt einen Tipp bekomme, welche besser wäre. Aber die war gut, die kaufe ich ja auch immer wieder nach. Ein Badezusatz habe ich auch leer gemacht. Das ist der Crackling Badezusatz mit Pluto drauf. Habe ich auch leer gemacht. Er crackelt zwar nicht, aber er war gut. Ein Duschgel habe ich leer. Das war das Cookie-Duschgel von Balea. Ich habe es geliebt. Ich habe das so geliebt. Ich war so traurig, wie ich das leer gemacht habe. Ja, das erinnert mich an ein Duschgel von früher, was ich immer benutzt habe, wie meine Mama noch am Leben war. Das hat sie uns nämlich immer gekauft und dann die passende Bodylotion dazu. Und wir haben das geliebt. Das hat so geil gerochen. Und genau so riecht das. Genau so riecht das. Und deswegen, ich weiß, ich habe genug Duschgel, aber das ist ein Duschgel, was ich mir bunkern würde. Das würde ich mir bunkern. Ich habe, glaube ich, noch zwei Backups, wenn es mich jetzt nicht irrt, aber das würde ich mir auf jeden Fall bunkern. Ich glaube, das könnte sogar mein Zuckerschnute ablösen. So gut finde ich das. Cadea Vera Reinigungstücher habe ich wieder leer gemacht. Die kaufe ich mir ja immer nach, wenn sie in Aktion sind, weil da kaufe ich mir dann immer mehr, damit ich die für den Schminktisch benutzen kann. Zum Abschminken habe ich die eigentlich noch nie benutzt. Eine Duftprobe habe ich leer. Von Gisada, glaube ich, heißen die Düfte. Ich habe die auch in der SCN aufgebaut gesehen. Ich finde, der riecht exakt so wie der Terry Mugler Aura. Steht mir nicht. Also der Terry Mugler Aura, der war ja einer in den Flakon, habe ich mir so... Wortkotze. Ich habe mich ja mega in den Flakon verliebt von Aura, aber mir passt der Duft einfach nicht. Das riecht einfach furchtbar an mir, genauso wie der. Ich finde, der riecht exakt gleich und deswegen würde ich mir den nicht nachkaufen. Da gibt es andere, die ich mehr liebe, aber das wisst ihr ja eh. Warum halte ich den Kopf die ganze Zeit so schief? Wattestäbchen habe ich leer gemacht. Kaufe ich mir immer wieder nach. Da wechsle ich gerade aktuell da, wo ich gerade bin. Da nehme ich mir dann immer die Wattestäbchen mit. Außer von denen, da nehme ich mir immer die von Müller mit. Das sind diese mit diesem flachen Ding und mit dem spitzen Ende. Ja. Ja. Eine Maske habe ich noch leer gemacht von Balea, die White Chocolate. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie so geliebt. Das ist eine der besten Masken gewesen, die es überhaupt gab, was limitiert war, finde ich persönlich. Und die weiße Tee mit Kirsche, die war auch geil von Balea. Also das sind so zwei, die waren meine absoluten Lieblinge, was mir jetzt gerade so in den Kopf schießt, was ich als allererster nennen könnte. Das waren so beide, die mochte ich am meisten. Die gibt es halt leider nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt noch ein Backup habe. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber die fand ich mega. Die ganze Serie war geil. So, noch eine Duftprobe habe ich leer gemacht von Jean Bacoutier de La Belle Le Parfum. Ich liebe den Duft. Die Probe habe ich sogar von der Vivi, glaube ich, gekriegt, weil sie etwas für mich bestellt. Da war die dabei. Der Duft ist mega. Ich habe ja den anderen, den Vorgänger, der hat ja die Flasche so im Ombre-Verlauf.
mit, der hat auch, glaube ich, Birne noch mit drin, was der andere nicht mit drinnen hat. Und ich liebe den. Ich liebe diese Duftreihe. Ich habe Gott sei Dank noch den anderen. Gott sei Dank. So, noch ein Badezusatz von Trestle Moon habe ich, oder Trestle Moon. Warm Cinnamon Nights, das war einer meiner absoluten Lieblinge. Der geht immer. Immer zum Winter, ich meine, so einzeln kann man ihn, glaube ich, gar nicht mehr kaufen, oder? Ich habe den jetzt nur in dem Set gehabt, worüber ich mega glücklich war, dass ich den dabei hatte, weil ich liebe den, aber den gibt es einzeln halt nimmer mehr. Sonst würde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Aber wenn er im Set erhältlich ist, bin ich schon glücklich drüber. Noch eine Ampulle habe ich aufgebraucht, das war von Calavera die Chill-Out-Ampulle. Die war super. Genauso wie die Ingwer-Shot, weil die lässt sich super einarbeiten. Der Duft ist jetzt nicht so geil von der, aber die lässt sich mega gut in die Haut einarbeiten. Ich habe nur gesehen, dass die auch schon wieder aus dem Sortiment geht, was mich mega ankotzt. Ja. Aber ich glaube, ich werde die mir bunkern. Die Ingwer und die. Wer hätte das jetzt gedacht? Aber ich glaube, ich werde die bunkern. Auch wenn es jetzt dämlich klingt und ich eh noch so viel habe, aber... Ich glaube, ich werde sie bunkern, ich kleiner Junkie. Ich habe auch viele schöne Sachen aufgebraucht, sage ich jetzt einmal. Wenn ich da so reinschaue, aber das, dazu kommen wir gleich. Ich bin so overhyped heute irgendwie. Ich habe noch einen Badezusatz leer, den habe ich von der Bianca zu Weihnachten bekommen, der war auch gut. Eine Handvoll Herzenswünsche, das war so ein süßer Spruch da drauf. Und der hat auch mega gerochen. Der war mega geil. Also den würde ich mir auch nachkaufen. Ich fand die Verpackung auch so schön von dem. Ich bin ja sowieso ein TT-Sepp-Fan und der war mega. Das ist das Deo von meinem Freund. Das habe ich da reingespuckelt. Das hat er aufgebraucht. Er benutzt auch nur das, was ich weiß. Also er mag nur das eine von Nivea. Dieses Dry Comfort. Ist ein absolutes Lieblingsprodukt von Deos. So, damit ich auch mal was von ihm zeigen kann. Dann habe ich Lea. Eine Duo-Ampulle, da ist die Tag und Nacht drauf, die ist leider auch limitiert. Ich habe ja solche immer früher urgerne benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, aber ich mochte diese Duo-Ampullen immer am allerliebsten. Und jetzt hat Gott sei Dank die Eigenmarke auch welche. Leider sind die limitiert, aber ich habe noch ein paar. Und ich werde mir dazwischen noch welche kaufen. Und wie ihr schon denken könnt, aber die Calavera-Ampullen werde ich mir ab jetzt alle bunkern. Mir egal, was alle davon halten. Von Calavera habe ich auch ein Micellenwasser aufgebraucht. Ja, also ich fand das nicht so geil, wenn ich ehrlich sein darf. Ich fand das jetzt nicht so der Oberburner. Ich habe das noch als Backup. Habe aber jetzt ein anderes in Verwendung, damit ich ein bisschen Abwechslung habe. Es riecht halt nach nichts, obwohl da Aloe Vera drinnen ist. Ich habe auch das für trockene Haut. Das ist auch für mich komplett falsch, weil ich habe eher Mischhaut. Früher hatte ich trockene, jetzt nicht mehr. Ich habe eher Mischhaut jetzt. Ja, ich finde es nicht so gut. Es ist jetzt nicht so ein Produkt, was ich jetzt unbedingt nochmal haben wollen würde. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich bei Micellenwasser auch bleibe. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Früher habe ich das ja immer, also ich benutze eigentlich die Micellenprodukte. Ich habe jetzt auch eine Micellenreinigungsmilch von Clarins noch. Und am Abend benutze ich dann ein Micellenwasser eben, damit auch der restliche Schmutz eben runter geht. Ja. Das finde ich aber nicht so gut. Ich habe auch ewig gebraucht, das aufzubrauchen. Ich habe mich immer davor gedrückt, das leer zu machen, aber... Vielleicht probiere ich mal das blaue für normale bis Mischhaut von der Marke. Könnte ich auch einmal ausprobieren. Oder ich wechsle generell mal wieder zu einem teuren, was ich auch mal gern wieder machen würde. Obwohl die Verpackung von dem schön ist, oder? Oder ich benutze mal wieder eins von Balea. Es gibt nämlich, glaube ich, auch eins von Balea mit Aloe Vera. Und das wollte ich ja auch eigentlich haben. Mal schauen. Aber ich muss erst mal meine alten aufbrauchen, die ich dann noch als Backup habe. Ein Intimwaschlotion ist wieder leer worden, weil der Stefan und ich benutzen solche Sachen immer gemeinsam, so wie das hier. Das sind so zwei Dinge, die brauchen wir fast jeden Monat jetzt schon auf. Jetzt habe ich mich gekratzt, obwohl ich so stark geschminkt bin. Finde ich super. Haarspray, das ist der, den ich immer liebe, den zeige ich euch immer, immer lieben werde. So, ich kaufe mir nur noch den von Elnett, von L'Oreal, der extra starke Halt. Das ist mein absoluter Lieblingshaarspray und da geht nichts drüber. So begeistert bin ich von dem hier jetzt nicht. Ich finde, das geht viel zu schnell leer und ich finde das ein bisschen zu flüssig. Ich habe aber jetzt noch eine aktuelle Benutzung. Ich muss unbedingt schauen, dass ich zu einem DM komme, damit ich mir die von CD wieder nachkaufen kann. Weil die... Ich weiß nicht. Oder ich probiere mal von Nivea. Ich glaube, das habe ich im letzten Video auch schon gesagt. Oder ich probiere mal eine von Müller noch, irgendeine andere. Ein Shampoo ist auch leer geworden, das Tiefenreinigungs-Shampoo. Das benutzen auch der Stefan und ich immer gemeinsam. Aber hauptsächlich, finde ich,
braucht das der Stefan auf. Ich liebe das. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Ich habe aber noch ganz viele andere jetzt im Badezimmer stehen. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht ins Badezimmer gestellt. Gibt es ja beim DM nicht mehr, aber beim Müller gibt es das noch. Weil nachkaufen würde ich es mir auf jeden Fall, wenn ich keine mehr hätte. Wattepads habe ich auch aufgebraucht. Einmal die Peel and Clean, diese mit Aktivkohle. Die benutze ich jetzt aktuell auch öfter. Und einmal die hier, die ich mir noch nachkaufen sollte. Diese Maxi-Wattepads. Brauche ich unbedingt neue. Ich habe nämlich keine mehr. Irgendwie bin ich zu schnell. Ich bin fast wieder durch. Gefällt mir nicht. Dann habe ich leer gemacht und ich war mit denen überhaupt nicht zufrieden. Das sind so Menstruationswärmepflaster von der Müller Eigenmarke. Ich habe die vor kurzem mal, oder beziehungsweise länger her, wo ich sie gekauft habe. Ich bin mit denen gar nicht zufrieden gewesen. Die waren viel zu klein, finde ich, für einen erwachsenen Eierstock. Da habe ich auch die Verpackung. Das war gerade mal, wenn man die Verpackung so sieht, war das gerade mal so groß, wenn es hinkommt. Und das war, finde ich, für meine Eierstöcke viel zu klein. Ich mag ja die von Thermacare, die sind zwar so teuer. Ich weiß jetzt den Preis aktuell von dem leider nicht. Da waren noch nur 2 Stück drinnen. Also, ich meine, darf ich mich nicht beschweren, wenn in Thermacare ist nur 1 drinnen, was ich weiß. Aber die würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Ich finde, die haben nicht den genialen Effekt wie diese Thermacare. Finde ich überhaupt nicht. Deswegen würde ich mir die nicht nochmal nachkaufen. War leider ein extremer Fail. Nicht mehr viel, dann sind wir schon wieder durch, leider. Ich habe noch eine Gesichtspflegeprobe aufgebraucht. Ich war ja für Weihnachten bei L'Occitane, um ein Geschenk zu besorgen für Stefans Mama. Und da hat die mir Proben mitgegeben, die Verkäuferin. Ich habe davon noch eine Probe, ich fand die wirklich gut. Das Gute ist, die konnte man 2-mal verwenden. Ich glaube, die hätte ich sogar 3-mal benutzen können, weil da so viel drinnen war. Und das ist eine Feuchtigkeitspflege, so viel ich das verstanden habe. Und die war echt gut. Also die war wirklich gut. Ich habe nur so viel Gesichtspflegeprodukte, deswegen würde ich mir die nie nachkaufen. Weil ich auch schon mittlerweile so meine Favoriten habe, aber schlecht war sie nicht. Ich freue mich schon auf die 2. Probe. Ah, da haben wir sie ja schon. Die Ruby Chocolate Maske von Balea. Ich liebe die. Die werde ich mir auf jeden Fall bunkern. Also wenn ich das vergleiche mit der Pfirsich und mit der, mag ich die irgendwie lieber. Ich mag den Duft viel lieber. Ihr wisst ja, ich bin ein Duftjunkie. Und der Pflegeeffekt ist auch, finde ich, die ist ein bisschen reichhaltiger, die ist perfekt für den Winter, weil im Winter habe ich immer, manchmal am Abend spannt schon meine Haut und da ist was Reichhaltiges an den Masken viel besser. Deswegen mag ich die Avocado auch so gerne im Winter, die von Cadea Vera. So, noch Gesichtspflegeprodukte habe ich da noch, auch einen Augen-Make-up-Entferner von Clinique habe ich leer gemacht. Ich wechsle immer zwischen den und den Clairons, also wenn, da biegt ein Haar drauf, pfui. Ich wechsle immer zwischen den und den von Clarins, weil beide liebe ich eigentlich gleich. Ich bevorzuge trotzdem noch den von Clarins, aber ich finde, mit dem kriegt man das wasserfeste Make-up genauso gut runter. Sollte ich mal wieder an den Clarins nicht rankommen, werde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Ich finde, der ist nämlich wirklich gut. Dann habe ich Gesichtspflege aufgebraucht. Nicht nur Augen-Make-up-Entferner, sondern ich habe meine Kapseln von Elisabeth Arden aufgebraucht. Ich muss nur zugeben, dass ich die goldenen nicht mehr so gern mag, wie diese weißen mit Hyaluron. Da habe ich noch eine Probe, das werdet ihr im nächsten, also irgendwann, wenn ich sie mal aufbrauche, werde ich euch die mal zeigen. Wenn ich mir welche nachkaufen würde, wären das nicht mehr die goldenen, sondern die weißen. Weil die weißen finde ich persönlich für meine jetzige Haut viel, viel besser. Damals hatte ich ja trockene Haut, da waren die mega die goldenen. Ich glaube, ich habe auch von denen noch ein paar. Ich glaube, so eine Dose habe ich noch von denen. Ja, für meine trockene Haut waren die damals gut, aber jetzt hat sich so meine Haut durchs Alter ein bisschen verändert und ich habe eher Mischhaut als trockene Haut. So viel ich halt weiß. Und deswegen würde ich mir die goldenen ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Wenn ich die ganzen goldenen leer habe, würde ich mir eher die weißen nachkaufen. Sage ich euch ganz ehrlich. Obwohl die goldenen ja die beliebtesten sind. Und keine Sorge wegen den Kapseln. Ich habe die alle aufgehoben, die was leer waren. Und ich habe sie als Badekugeln verwendet. Weil die kann man ja auch von Arden als Badekugeln verwenden. Was ich super finde. Die lösen sich auch auf im Wasser und da bleiben keine Rückstände. Also keine Panik. Falls jetzt jemand irgendwelche blöden Kommentare wegen dem jetzt wieder loslässt. Ich habe auch ein Gesichtspeeling leer gemacht. Das war von Clarins das Komfortpeeling. Das hatte ich ja mal als Reisegröße zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich habe es geliebt.
ich habe es geliebt. Es war dann so, es waren keine groben Peelingkörnchen, es waren eher mildere Peelingkörner. Aber nichtsdestotrotz fand ich das mega gut. Ich habe noch genug Peelings leider. Aber wenn ich mal weniger hätte oder fast gar keine mehr, würde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Aber nur für den Winter. Und ich glaube, ich will unbedingt das von, da gibt es ja drei verschiedene, das Comfort, das Hydra und das Pure. Und das Pure wäre mir aber ein bisschen lieber als das Comfort. Das Comfort ist halt eher für trockene Haut, aber das Pure wäre mir ein bisschen lieber, besonders jetzt mit meiner Unreinheit und da, was ich da kämpfen muss, wäre mir das Pure ein bisschen lieber. Zwei Make-up-Produkte habe ich aufgebraucht. Einmal meinen heißgeliebten Lancôme Augenbrauenstift, den es ja leider nicht mehr gibt. Das war dieser dünne von Lancôme. Der hält auch ewig bei mir. Also ich habe jetzt noch einen zweiten. Ich habe mir ja damals auch den Tester genommen und ich habe mir noch ein Backup gekauft. Aber ich muss dann nach einem Ersatz wieder gucken. Und das ist das, was mich so anzipft. Da findest du ein Produkt, was du liebst. Und dann geht es aus dem Sortiment. Das geht mir auf dem A. Aber was soll's? Warum soll es mir anders gehen als den Kunden, oder? Bei den Kunden ist es ja dasselbe. Das ist von Lancôme, dieser Brow Define Pencil in 07 Chestnut. Ich habe ihn geliebt. Ein paar habe ich ja Gott sei Dank noch. Einen Concealer habe ich auch leer gemacht von Urban Decay. Den habe ich von der lieben Tanja mal geschenkt bekommen. Ich habe auch den Stopper rausgetan, weil das sagt immer der Mickey Monumental. Den Stopper habe ich auch rausgegeben und habe den Rest auch versucht rauszukratzen. Nur der Rest ist so relativ trocken, deswegen kriege ich das nicht mehr raus. Man sieht es eh auch, da kommt nichts mehr raus, weil das schon so trocken irgendwie worden ist. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich werde ihn mir nicht nachkaufen. Ihr wisst ja, ich liebe den MAC Pro Longwear Concealer. Das ist mein absoluter Liebling. Den verwende ich auch gerade aktuell wieder. Aber der hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker gehauen, dass ich den unbedingt wieder haben will. Obwohl damals so viele von denen geredet haben, will ich mir ein. Das ist dieser Weightless Complete Coverage Concealer. War nicht so mein Fall. Er war okay, aber hat mich jetzt nicht so... Wenn ich es vergleiche mit dem MAC Pro Longwear, würde ich bei dem Pro Longwear bleiben. Ohne Frage. Ein Shampoo habe ich auch leer gemacht und irgendwie geht mir das ab. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich es mir nachkaufe. Aber ich habe halt noch so viele Backups, die ich vorher noch leer machen sollte. Das ist ja auch eben für... damit das Haar besser nachwächst oder schneller nachwächst, was bei mir ja nicht schadet, weil ihr seht ja, wie stumpf und weiß nicht, heute haben die so einen richtigen Scheißtag, meine Haare, ich weiß nicht, was los ist. Am Anfang fand ich das nicht so gut, weil das hat meine Haare mega schnell fetten lassen. Umso öfter ich es aber benutze, umso besser wurde es. Deswegen würde ich mir das auf jeden Fall wieder nachkaufen. Das Problem ist nur, ich habe noch dieses Wachstumsshampoo von, oder Volumenwachstumsshampoo da von Malice Müller, was ich gerade aktuell verwende. Ich habe nämlich noch zwei. Ich habe das einmal mir gekauft und einmal habe ich mir den Tester erschnurrt. Und das habe ich jetzt halt auch noch in Verwendung. Und bevor ich mir das nachkaufe, will ich die von Malice Müller mal aufbrauchen. So viel muss sein, so viel Zeit. So viel muss auf jeden Fall sein. Also ich werde es mir nachkaufen, aber erst will ich meine ganzen Backups leer machen. So, Bodylotion. So viel zu, ich bin eingremvoll. Ich habe drei Bodylotions leer gemacht und ich bin so verdammt stolz auf mich. Deswegen habe ich mich so mega auf das aufgebrauchte Video gefreut, weil ich drei Bodylotions leer gemacht habe. Okay, die waren halt auch angefangen. Ich gebe es offen, ehrlich zu, da waren noch so Reste drinnen. Das war so ein Sommerüberbleibsel. Die Verpackung schaut halt mega widerlich aus. Das war dieses Bodygelee von Balea. Das war okay. Es war sowieso limitiert, also man kann es eh nicht mehr nachkaufen. Der Duft war mega geil. Im Sommer habe ich das halt sehr gerne benutzt. Nur halt war das Bodygelee sehr klebrig. Und ich glaube, es gibt ja noch von Bodyshop solche Bodygelees. Und die sind, oder so Bs oder so. Und die sind nicht so klebrig. Ich glaube, ich habe auch noch ein Banane von diesen Sobes. Und ich freue mich schon auf den Sommer, wenn ich dann diese fruchtigen, geilen Düfte benutzen kann. Weil ich bin wirklich brav am Eincremen. Ich bin so verdammt stolz auf mich. Ich habe jetzt aktuell die Zuckerschnute Bodylotion. Und mein Freund liebt das, wenn ich die raufgebe. Da sagt er jedes Mal, ich rieche gut. Was mir abgehen wird, wenn ich die leer mache. Weil die gibt es ja leider nicht mehr. Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich mich meinen inneren Schweinehund überwunden habe. Dank den ganzen Tipps von Freunden und so. Da bin ich der Vivi mega dankbar. Die hat mir eben den Tipp gegeben und ich glaube andere auch auf YouTube, dass ich mir die Bodylotion einfach ins Badezimmer stellen soll. Weil ganz ehrlich, wenn ich dann mich angezogen habe und ich liege im Bett, habe ich keinen Bock mehr, mich einzucremen. Und wenn ich aber nach dem Duschen oder Baden rauskomme, mich vorher eincreme und mich dann anziehe, funktioniert das mega gut. Und ich bin so blöd, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Wie deppert muss man sein.
Aber okay. Egal, weiter geht's. Ich bin so hibbelig, ihr merkt das eh auch, oder? Ich bin so richtig euphorisch. Aber mich macht das so stolz, weil ich ja noch so viele Bodylotions habe. Und mein Freund war so lieb und hat mir von Soap & Glory neue Sachen gekauft. Da war er süß. Das seht ihr dann in einem Haul-Video. Da war er so lieb, er hat mir die Sachen gekauft, obwohl ich extrem übertrieben habe und mir so viele Sachen ausgesucht habe. Ich habe zu ihm gesagt, ich zahle es mir selber, aber er wollte es mir dann schenken. Ui, lieb. Voll süß, oder? Ja, und deswegen, ich bin so happy, dass ich so viel leer gemacht habe. Also das Body Gelee von Balea war okay. Der Duft war mega geil. Das war ja mit Melone, also mit Wasserminze und Melonenduft. Der war mega geil, der Duft. Da reimt sie sogar. Nicht ganz, aber okay. Ich bin so hiebelig, sorry dafür, aber ich freue mich so, dass ich Bodylotions aufgebracht habe. Ja. Fand ich gut, gibt es leider nicht mehr, aber ich mag die von Body Shop lieber, weil das hat doch ein bisschen geklebt auf der Haut. Wenn ich da einmal zu viel erwischt habe, war es vorbei, da hat die Haut total geklebt. Dann von Armani C, die habe ich sogar aufgeschnitten, habe ich eine Bodylotion leer gemacht. Ich liebe den Armani C Duft, ich habe auch wieder aktuell eine Bodylotion angefangen, weil ich den Eau de Toilette Duft vor kurzem benutzt habe und auch aufgebraucht habe, aber das ist jetzt erst im nächsten Video, der ist erst gestern oder so leer worden. Und in Kombi habe ich halt die Bodylotion verwendet und ich liebe Armani C. Ich glaube, das kann ich euch nicht mehr oft genug sagen. Ich habe jetzt in letzter Zeit so viel Armani C aufgebraucht, dass ich es euch eigentlich gar nicht mehr sagen brauche. Das ist mein absoluter Lieblingsduft. Und ich habe ja auch den Passion zu Hause, den roten. Und ich bin am überlegen, ob ich den nicht auch bald benutze. Ich weiß noch nicht wann, weil ich habe auch vor kurzem eben das Video abgedreht, welche Düfte ich als nächster benutzen will. Aber ich glaube, dass ich irgendwann demnächst mal den Passion benutzen werde. Der wird halt perfekt jetzt für den Winter passen. Aber ich liebe Armani C und ich bin so froh. Ich glaube, ich habe eine jetzt noch angefangen, eine Bodylotion. Und ein Backup habe ich noch. Und darüber bin ich mega glücklich, weil so zum Kaufen gibt es ja leider nicht mehr. Da warte ich immer, dass wir es in der Arbeit bekommen und dass wir es dann bekommen können, wenn die Aktionen vorbei sind. Ich liebe Bodylotions, wie ihr merkt. Also diese parfümierten Bodylotions. Da bin ich brav am Benutzen. Da habe ich gerade von Roberto Cavalli eine in Verwendung. Und von Hermes Twilly. Jedes Mal, wenn ich die Düfte benutze, benutze ich auch automatisch vorher die Bodylotion. Wenn ich das nicht mache, fühle ich mich nicht wohl. Komisch, oder? Ich habe einen richtigen Tick in letzter Zeit. Als letzte Bodylotion, und da bin ich ehrlich gesagt sehr froh darüber, dass die leer ist. Ich hatte die sehr lange offen. Mich hat es echt gewundert, dass die nicht kaputt geworden ist. Weil da steht eigentlich 24 Monate haltbar nach dem Öffnen. Das habe ich mir mal gekauft, da war ich noch beim Douglas damals. Und das ist ja ewig her. Das ist ewig her, aber ich fand die gut und ich bin so happy, dass es Soap & Glory wieder beim Douglas gibt und die haben so geile Duftrichtungen jetzt rausgebracht. Ich muss euch unbedingt das Haul-Video abdrehen, ihr könnt euch da schon drauf freuen. Das war ja diese klassische, die gibt es auch jetzt aktuell wieder, habe ich gesehen, aber die habe ich mir nicht gekauft, weil ich die so lange gehabt habe, weil da waren ja 300 Milliliter drinnen und ich wollte nicht wieder dieselbe haben, aber der Duft ist geil. Da hat auch der Stefan oft gesagt, dass ich gut rieche. Und ich habe sie leer, ich bin so stolz auf mich. Die habe ich dann auch im Badezimmer hingestellt und da ging sie viel, viel schneller leer. Ich bin so stolz auf mich, dass ich so viele Bodylotions in einem Monat aufgebraucht habe. 3 Stück. Also falls ihr wissen wollt, was diesen Monat mich stolz macht, dass ich es leer gemacht habe, die Bodylotions natürlich. Ja, und es wird besser. Ich benutze jetzt aktuell die Zuckerschnute, habe ich euch vorher eh auch schon gesagt. Und bei der läuft es auch so gut. Die kriege ich auch relativ gut leer. Da ist fast schon die Hälfte weg. Also ich bin mega stolz auf mich. Ich bin wirklich verdammt stolz auf mich, dass ich mich so zusammenreiß und die Sachen benutze. Da bin ich wirklich verdammt stolz auf mich. Ich könnte sie auch sein. Ja, das war's mit dem Aufgebraucht-Video. Ich freue mich schon, was nächsten Monat alles leer wird, weil ich bin schon wieder am Sammeln. Und es ist relativ viel schon wieder leer. Was mich extrem wundert, dass ich in letzter Zeit so viel leer mache. Aber ist eh gut so. Bei der Menge, die ich habe, ist es gut, dass ich so viel aufbrauche. Und ich zeige euch ja die Sachen gerne, die ich leer mache. Also, ja. Ja, ich hoffe, dass diesen Monat auch wieder viel leer wird. Ich werde ja auch demnächst auch aussortieren, habe ich euch gesagt. Nicht nur Schminke, sondern auch Bodylotions, Handcreme. Duschgel ist eher nicht so. Aber Bodylotions, Handcremes, Düfte werde ich versuchen auszusortieren. Und was noch? Nagellacke. Alles Mögliche. Alles Mögliche. Es ist wirklich notwendig, dass ich ein bisschen was aussortiere. Aber das hatten wir ja schon oft genug, das Thema in Videos. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht, euch die Sachen zu zeigen. Ich glaube, ihr habt die Euphorie schon förmlich gespürt hier.
Und das heißt, wir sehen Und das heißt, wir sehen sich dann im nächsten Video. Ich bin ziemlich hibbelig heute. Bis dann.